Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt unserer Serie rund um die Samsung Galaxy Watch 4 Classic, den Nachfolger der Watch 3. Und wir haben ja auch noch die Active 2 hier bei uns im Einsatz. Und dazu gibt es natürlich auch noch einen Nachfolger, nämlich die Galaxy Watch 4. Dazu separate Videos. In diesem Video wollen wir uns tatsächlich und auch in dieser Serie der Watch 4 Classic ein bisschen nähern. Wir gucken uns die Uhr an und so weiter und so fort. Und zur Galaxy Watch, die ihr hier links seht, gibt es eine separate Videoserie. Je nachdem, was für euch interessanter ist, guckt euch beide an, guckt euch eine an. Manches ist doppelt, manches ist aber auch separat. Und hier geht's jetzt los mit dem Unboxing der Galaxy Watch 4 Classic. So, zum Start gucken wir uns wie immer einmal die Verpackung an, wobei da nicht viel zu erwarten ist. Hier noch einmal der Blick auf die Lünette. Bei der Watch 4 Classic ist das Ganze ja mit einer richtigen Lünette ausgestattet und dafür müsst ihr einen Preis von aktuell zum Startzeitpunkt 399 € bezahlen. Wir haben hier die Version mit Bluetooth. Natürlich wird auch Wi-Fi und GPS unterstützt, aber für diejenigen, die sich fragen, ob das LTE-Modul bei uns verbaut ist, dem ist nicht so, weil ich das einfach, ich habe es zwar mal gehabt, aber ich habe es nie richtig benutzt, von daher für mich hat das keinen richtigen Mehrwert, deswegen reicht für mich die Bluetooth-Version vollkommen aus. Ansonsten hier nicht mehr viel drauf auf der Verpackung. Deswegen würde ich fast schon sagen, mit einem letzten Bild der Watch 4 Classic springen wir zum Unboxing. So, und dann würde ich sagen, einmal aufschneiden. Na, ohne sich vielleicht zu verletzen. Ich sage das in vielen Videos mit diesem Messer irgendwie. Manchmal denke ich, irgendwann schneide ich mir mal in die Hand. Es wird kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt gucken wir uns mal an, was denn hier noch drin ist. Ich habe es schon bei der Watch 4 gesagt. Es ist nicht viel zu erwarten und der Packungsinhalt wird relativ identisch zur Watch 4 sein. Deswegen, falls ihr beide Videos geguckt habt, wundert euch nicht. Wie gesagt, ich sage öfter mal das Gleiche. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Wie gesagt, Quick Start Guide, der ist mit drin und dann noch die Garantiekarte, das brauchen wir dann hoffentlich beides nicht. So, und dann haben wir hier auf der anderen Seite, ja, man kann es auch mit der weißen Lasche übrigens rausziehen, habe ich nachher rausgefunden, oder beziehungsweise sehen wir jetzt gleich auch. Dann geht es auch etwas einfacher. So, jetzt ist nämlich dieses weiße Paket draußen und dann können wir das hier auch relativ einfach oben rausziehen. Ja, das ist das Ladeteil. Das funktioniert wirklich gut. Auch bei den früheren Generationen der Galaxy Watch hat das immer schon gut funktioniert. Einfach an euer Ladegerät anschließen und dann drahtlos auflegen und schon hat sich das Ganze erledigt. Ein Ladegerät ist hier halt nicht beigelegt, aber ich denke, da habt ihr auch alle was zu Hause. Und das ist ja auch bei den neueren Smartphones ebenfalls eigentlich kein Standard mehr. Leider, dass man ein Ladegerät dazu bekommt. Ja, hier ist die Galaxy Watch 4 Classic dann in all ihrer Pracht sozusagen. Wir sehen hier einmal die drehbare Lünette. Das Ganze ist hier, na, ich hole nochmal die alte Uhr dazu, dass ihr so ein bisschen einen Vergleich habt. Ich habe jetzt schwarz genommen, vorher hatte ich Silber. Ja, also mir gefällt das auf den ersten Blick mit diesem Mattschwarz wirklich, wirklich gut. Und da gucken wir uns gleich mal so im ersten Eindruck so ein paar Details auch noch zu an. So, dann kommen wir mal zum ersten Eindruck und da bleibt mir tatsächlich erstmal nur zu sagen, die drehbare Lünette, ich finde sie ja besser als die digitale, da kann man drüber streiten, aber es ist auch von der Optik her, mir gefällt es einfach besser. Ansonsten dieses mattschwarze Edelstahl oder zumindest rostfreier Stahl ist es, also insofern nehme ich mal an, dass das dann auch Edelstahl sein dürfte mit den Knöpfen, die hier auch so ein bisschen rot umrandet sind. Da habe ich jetzt auf den ersten Blick noch keine Idee, warum die rot sind, aber das werden wir vielleicht dann in den nächsten Videos zur Einrichtung etc. dann herausfinden. Auf der Rückseite sehen wir dann einmal die Sensoren und wir lesen, dass vorne Gorilla-Glas verbaut ist, während hier übrigens das Armband lässt sich nicht so weit runterdrehen wie bei den alten Versionen. Das ist mir schon aufgefallen. Apropos Version, wir haben hier die 46mm Variante und die löst auf mit 450x450 Pixeln auf einem AMOLED-Display mit 1,36 Zoll. Im ersten Teil oder im ersten Beginn zu Beginn des Videos habe ich schon gesagt, wir haben die Bluetooth-Version hier, nicht die LTE-Version. Und im Gleichklang sozusagen mit der Galaxy Watch 4, die ich mir gekauft habe, hat der Akku bei dieser Version hier 361 mAh. Gucken wir uns alles an im Akkutest, wie lange das hält und so weiter und so fort. Und wer da dabei sein möchte beim Akkutest und auch den Sporttests und dem Vergleichstest und so weiter und so fort, da kommen jetzt in den nächsten Wochen wirklich massig Videos zur Samsung Galaxy Watch 4, der klickt auf Abonnieren und die Glocke. Für heute danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Abend. Alexa, Kamera aus. Okay.